Ich kann ihn verletzen, indem ich die Bosse, die er beschwört. Aua. Mit er beschwört ihren... noch Bosse? Ja, er beschwört so Sachen, die sehen aus wie die Bosse. Ach so. Und wenn ich die an ihren Schwachstellen treffe, kann ich ihm zumindest mal ein bisschen Schaden zufügen und die Bosse abhalten, dass sie ihre Attacken machen. Ich weiß, es fällt mir früher ein, aber wann genau sollen wir über Typing of the Dead nochmal reden? Typing of the Dead? Oh, gute Idee. Können wir danach, ja, nee. Ach übrigens, ich habe das Vieh zumindest fast auf halber Lebensenergie. Mhm. Ist ja sehr krass, ne? Ja. Hey, ich nehme gleich nur noch eine Knarre. Ich schmeiß die andere weg. Aber nee, kann ich nicht. Mit der anderen sorgst du dann für den Reload-Sound. Genau. Das mache ich jetzt wirklich. Ah, ich kann den leider nicht an seinem Schwachpunkt treffen, wenn er den Dingens da macht, den Drachen. Oder was das ist, die Seeschlange da. Ich treffe sie nämlich nicht da. Oh, fuck. Ja, Oh, jetzt hat er ja wieder Munition. Ist das nicht geil? Bestimmt. Wer sagt, das ist dein Hauptcharakter oder? Das ist nicht. Wird nichts zu identifizieren. Hat ein bisschen was von dem, von Flame Hyenard. Ja, denken wir lieber nicht darüber nach. Oh mein Gott, ey, wann kriege ich den endlich mal tot? Ich meine, ich kann ja mit dem nicht mehr viel machen. Ich kann höchstens nur die Viecher abknallen, die er da beschwört, oder was? Na toll, das dauert jetzt eine Weile. Was mache ich denn in der Zeit? Wir können ja über was Schönes reden. Was? Was wolltest du gerade vorschlagen? Wir können ja über irgendwas Schönes reden, über, was weiß ich. Wollen wir noch irgendwelche Spiele zusammenspielen? Oder ich spiele sie und du... Gibt's moralische Unterstützung? Während du den Endboss in House of the Dead 2 besiegst? nein! Meinst du, es dauert so lange, dass wir noch mehrere Sessions mit was anderem aufnehmen können? Anderes Spiel, während ich hier gerade mal so mit einer Schulter, so über die Schulter den Boss fertig mache? Ich kann ja meinen Satz zu Typing of the Dead rausbringen, das war dasselbe Spiel, nur dass man statt zu schießen Zombies tötet, indem man Wörter, die auf dem Bildschirm erscheinen, mit der Tastatur eingibt. Und vergiss nicht English of the Dead. English of the Dead? Also die japanische Version davon? Oder wie? Oh. Auf jeden Fall ist das auch eine Möglichkeit, tippen zu lernen. Genau. Aber English of the Dead ist auch schön für die ganzen Japaner gewesen. Ja. Ist das nicht so, dass ein Wort auf Japanisch dasteht und man es auf Englisch tippen muss oder so? Ich hab's noch nicht ganz verstanden, wie das laufen soll. Ich treff den gar nicht, wenn ich mit zwei Waffen ran hantiere hier. Aber mit einer treffe ich ihn auch nicht wirklich. Das ist aber auch ein böser Endboss. Ich meine, wie haben die den damals geschafft in den Spielhallen ohne dieses Power-Up? Mit $200 in Quartern vielleicht? Ja, sehr witzig. Ja, das sind 800 Continues übrigens. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele ich jetzt schon verbraten habe. Ich will es gar nicht wissen. Außerdem, ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Der hat nur noch so 5%. Kann sich nur noch um 2 Stunden handeln. Tja, selbst dieser Goldman zieht einem das Geld aus der Tasche. Schon wieder so ein Goldman in Sexwitz. Sexwitz. Ja, genau. Goldman Sachs ist ja so ein... Ich weiß gar nicht genau. Ich meine, dass die mehr oder weniger kontrovers in dem Sinne sind. Aber bist du jetzt fertig mit dem Boss? Nein, noch nicht. Dauert noch 2 Minütchen. Oh, ich dachte, es wäre fast soweit. Naja, fast. Ja. So, einmal noch oder so treffen, dann... Na komm. Jetzt! Ja, wir wissen, dass du I am bist. Ich bin IM. Na toll. The Emperor. Goldman. Können wir ihn töten? It is not over yet. Oh? Is that all you have to say? In time,
A successor will come. Farewell, friends. Was macht er jetzt? Er guckt nach oben, er dreht sich um und fällt runter. Der schmeißt sich einfach von dem Gebäude runter, was soll das? Hat er nicht ein Bungee-Seil oder sowas in der Richtung? Nee, also zumindest sieht man keins. Hm. So, und was passiert jetzt? Credits? It's finally over. James, did we really do the right thing? Ich liebe dich. I don't know, but we have to find the answer by ourselves. As long as we try to keep on living. Goodbye, Goldman. Das rührt mich echt zu Tränen. So geil, tiefgründige Sätze, so scheiße schlecht gesprochen. We have to find the answer ourselves. Oh, wunderbar. Ein tolles Spiel. Das tollste Spiel? Der das Dreamcast? Ich weiß immer noch nicht, ob ich das ironisch meine oder ob ich damit nicht vielleicht sogar ernst sein soll. Na hey, also ich meine, also hier ey, mit Knarren Zombies abballern, so im Lightgun-Style, das ist doch schon mal... Und ich meine, das Spiel hat Witz, das muss man ihm lassen, wenn auch ungewollten. Kann ich noch ein paar Sachen abschießen jetzt? Das wäre schön. Übrigens, ich habe gehört, dass die japanische Synchro auch ernst gemeint war. Oder zumindest nicht ganz so, sagen wir mal, witzig gestaltet wurde. Das heißt, die war besser? Ich glaube. Ich meine, wir sprechen kein Japanisch, von daher kann ich es nicht beurteilen, aber... Aber da frage ich mich wirklich, ich meine, das Spiel ist doch von 1998. Thank you. Ja, genau. Gab es damals nicht schon professionelle Sprecher? Andererseits, warte mal, Mega Man 8. Von wann ist das? Moment. Alter, geil. Rang 7 und 8. Rang 8 ist der niedrigste. Glückwunsch. Welche Hand war jetzt besser? Rang 7 war meine linke. Ah, okay. Mit der also konnte ich ordentlich austeilen. Also bist du tatsächlich Linkshänder, das ist der neue Test. Das ist, ja, das wurde jetzt bewiesen. Was haben wir hier? Tutorial-Movies? Gucken wir mal rein. Wir wollen ja ein bisschen was vom Spiel zeigen. Mhm. Übungsfilm also für Anfänger. Ja. Mit lustiger Musik. Die Zombies greifen an. Zieht auf den Kopf, das ist die Schwachstelle. Übrigens, da ist grünes Blut. Ich habe rotes eingestellt. Hast du keine Munition mehr? Richte die Wii-Fernbedienung vom Bildschirm weg, um nachzuladen. Wenn du verletzt wirst, verlierst du ein Leben. Töte die Zombies, bevor sie dich treffen. Brich verschiedene Gegenstände auf, die im Level verstreut sind. Ein Lebensbonus ist erschienen. Wenn du den Lebensbonus abschießt, bekommst du ein Leben dazu. Finde die im Level versteckten Lebensboni. Oder andere Sachen. Bahn dir einen Weg durch den Zombie-Schwarm. Das war jetzt schlecht, der hat sich im ersten Level treffen lassen. Bleib am Leben, solange du kannst. So. Okay, gibt's sonst noch was zu dem Spiel? Wir haben hier noch einen Training-Mode. Doch, ich zeig mal den Training-Mode. Oh, Rescue All Civilians. Kein Problem. Ich glaube, das kann man mit einer Waffe nur spielen. Zu den Jahreszahlen von anderen schlecht gevoice-acteten Spielen hätten wir bei Mega Man 8 96, bei X7 97 und das ist erstaunlicherweise dasselbe Jahr, wo Mega Man Legends rauskam, weil ich es im Verhältnis einigermaßen gutes Voice-Acting hatte. Also... Auf jeden Fall gibt es zu dem Zeitbereich mehr als genug Spiele, die nur mittelmäßig gevoice-acted wurden. Schön, dass du gerade einfach so weitergeredet hast. Ich habe gerade, sagen wir mal, ich habe auf den Falschen gezielt. Bevor er sagen konnte, don't kill me. Tja, Wie schnell schaffe ich's? Das wird jetzt so... Wie schnell schaffe ich's, den Zivilisten zu töten? Ist das wirklich der Trainingsmodus? Ja.
Das dauert der Al-Qaida-Trainingsmodus. Ready, go! Nein, ich mach das jetzt mal richtig. Wenn schon, denn schon. Oh weia. Mhm. Training 1. Thank you! Aber ich war schnell. Ich bin schneller Schütze. Ich bin hier der Lucky Luke unter den Zivilistentötern. Oh, jetzt kann ich ihn nicht töten. Schneller als der Schatten und schneller als der Schatten spawnen. Ups! Ich hab den dritten Typen erschossen. Moment, wird Fail von Goldman gesprochen? Fail. Mal gucken. Es könnte auch James sein, die klingen wie relativ ähnlich. Das könnte jeder sein. Amy klingt genauso. Nein, Quatsch. Läufzeuge. Läufzeuge, ja genau. Das ist ja auch so ein YouTube-Poop-Ding. So was Bekanntes. Bestimmt. Nein, wirklich. Läufzeuge gibt's da. Als wenn man das ohne Kontext hört, ne? Holy shit. Oh. Failed. Diese nur... Szene ohne Kontext tut mir leid. Was jetzt? Don't come, help me. Ah! Machen wir es nochmal. Da kann man einiges denken. Dann machen wir es doch nochmal. Machen wir es. Ja. Holy oh Gott. Shit. Dann kriegen wir wenigstens 4 Parts zusammen, das reicht völlig. Aha. Ja. Ready? Ready? Go! Go! Don't come. Don't come. Help me! Help me! Help me! Don't kill me! Mann, der war jetzt nicht im Fall. Oh nö! Failed. Ja, okay. Ich glaube, ich schaff's durch die Stelle nicht. Allein. Ja. Und alleine kann ich ja nur spielen hier. So, was haben wir noch? Ah, ich kann leider nichts anderes auswählen. Wir haben noch weitere Aufzugmusik. Ja, Aufzugmusik natürlich. Wie komme ich hier wieder raus? Ah! Doom hat's gemacht. The House of the Dead. Resident Evil. Das ist auch ein House of the Dead, von daher. Oh, ich probiere mal den Boss-Modus noch. Dann ist aber Schluss. Mhm. Da gibt's nur Bosse, glaube ich. Spielst du dort als Goldman Sachs, also quasi als der Boss? Ach so, hier kann man auswählen. Tower A, Tower B, Strength A, Strength E, B. Magician. Ach so, die Bosse, okay, verstehe. Ja. Okay, wen nehme ich denn als Boss? Ich habe mich nur gefragt, was für Boss Tower A ist. Deswegen. Vor allem Tower A und Tower B, das ist einfach bloß, das sieht so aus, als wären die andersrum. Also, gucken die sich an. Was nehmen wir denn? Magician? Nein. Schaffe ich nie. Ich probier's mal mit Tower. Der hat so einen tollen Todesschrei, beziehungsweise Auerschrei. Ach, Tower ist der Wilhelm Tell oder was? Wilhelm Scream. Mr. Wilhelm Scream. Der Schwachpunkt, mein Schimo, der Schwachpunkt ist der Ablauf im Kopf. Der hat Äpfel im Mund, dann klappt's. So, komm. Tat weh. Mist. Schon 2 Leben verloren. Von? Jetzt schon 3 von 5. Ah, 4 von 5. Warum treffe ich den nicht? Ha. Jetzt. Und jetzt kommt der letzte. Na toll. Oh, der ist schon tot? Nee. Der rennt weg. Jetzt kriege ich ihn. Jetzt zeige ich euch, wie das geht.
Da! Er kann mir also auch ausweichen, wenn er will. Geilo! Klappt! Mit einem Leben, ach du Schande. Ah! Wie ein Mädchen! Oh, tot. Naja, versucht haben wir's. Jetzt muss ich doch glatt mal nachschlagen, in welchem Jahr Super Adventure Walkman rauskam. Denn das ist ein Spiel im ähnlichen Stil, deswegen. Hä? Ja, es gibt ein Mega Man-Spiel, welches eine Art Rail-Shooter ist. Das denke ich mir nicht aus. Für was gibt's das? PlayStation und Sega Saturn, aber es war ein Japan-Only-Release. Release-Datum Juni 98. Also, das war wohl so das Jahr der Rail-Shooter oder ähnliches. Schande. Also, okay. Ich hätte es gern gespielt. Wenn es das auf der Wii irgendwo als Release gibt, dann hole ich mir das. Da werde ich mich, da würde ich mich nicht drauf verlassen, tut mir leid. Oh Mann, ey. Übrigens, ich habe die ganze Zeit vergessen, was zu machen. Was denn? Kann ich jetzt nachholen, wenn ich es denn finde, da. Ich habe die ganze Zeit ohne meine Sonnenbrille gespielt. Oh. Das mache ich beim nächsten Mal, bei House of the Dead 3. Okay, dann wär's das jetzt schon. Hat ja nicht lange gedauert. Ich muss noch was sagen, bevor wir endgültig weg sind. Ach so, was? Also das wäre ein guter Endsatz. Ich weiß ja nicht, ob wir das so timen können. Können wir, mach. Goodbye, friends. Schön, ja. Wunderhübsch.